Weißt du was? Und ich habe jetzt Bock, mir mal ein älteres Video anzuschauen. Oder wären noch ältere Best-ofs irgendwo hier? Warte mal. Nee, Winwood Community. Hier überall noch die ganzen Streams mit denselben Thumbnail oder so. Immer zu faul, um irgendein gut Stream-Thumbnails ist eine Sache, ne? Aber generell bei meinen Videos Thumbnails zu machen. Bei den Feuerwerk-Videos, da war ich mal ein bisschen motiviert, Thumbnails zu machen. Fand ich auch irgendwie am einfachsten. So Fortnite und so. Sehe ich halt immer so. Diese Konkurrenz, wenn Tfue und so, die machen das halt immer richtig gut. Ich weiß nicht, ob Tfue auch einen Cutter hat. Keine Ahnung, lasst es mich wissen, wenn ihr das wisst. Random Mates, das war es auch mal. Hier, das war mein allererstes Best-of. Tatsächlich mit älteren Clips. Ich glaube, davor hatte ich bis jetzt geärgert. Oder kamen die ersten Fortnite-Videos rein. Aber wie ich dann vor allem dieser Sprung. Ich habe halt durchgehend auf einmal nur noch Fortnite gespielt. Nur noch Fortnite. Und dann kam irgendwann vielleicht nochmal ein kleines Clash Royale-Video. Aber dieser Sprung von Clash Royale auf Fortnite, der ging so schnell einfach. So, und dann würde ich sagen, wir schauen uns jetzt einfach ein älteres Best-of an. Hier habe ich tatsächlich auch mal ein Thumbnail-Versuch, mehr oder weniger. Mit Unterstützung von meinem Stiefbruder. Weiß noch ganz genau, Digga. Das war es halt einfach. Genau. Hier die 30. Man erinnert sich einfach zurück. Die Titel und alles. Das ist halt einfach geil, dass man solche Videos einfach noch hat. Dass ich die nicht gelöscht habe oder so. Nicht peinlich fand oder sonstiges, Alter. Egal, wie behindert ich da aussah. Gut, wir schauen uns jetzt einfach mal Best of an. Ne, von 2018 war 30.06. Beste Zeit, EU West. Junge, bin ich Die heiß drauf. Grafik und alles. Freunde, denn im alten Battlebus zu sitzen, das. Dieses Feeling einfach. Da möchte ich jetzt einfach wieder drin sitzen, im alten Battle Bus. Da vorne Prison. Hier war sogar noch Moisty. Da war einfach noch Real. Das war, welche Season war das? Season 4 war das? Genau. Season 4, dann Anfang Season 5. Moisty wurde gelöscht und alles. Ne? Stell mal vor, das ist jetzt so ein riesen Schauen wir. Reinfall mit der Ah, nee, das Rakete. war Raketenstart. Ja, jetzt habe ich erstmal reingefertigt. Ja, moin. Oh, Mann. Genau, hier sind wir richtig, oder? Perfekt. Natürlich damals nur Premium-Musik. Ah ja, schon damals auf Werbung geschoben. Aber weil ich damals tatsächlich noch bei meinen Best-ofs auf NCS gegangen bin und heutzutage bei meinen Best-ofs haue ich die geilste Musik EU West raus, weil man das richtig fühlen muss. Man muss das Gameplay fühlen und in Kombination mit der Musik heutzutage. Das ist mir scheißegal, da nutze ich kein NCS, weil NCS nicht das Krasseste zu bieten hat. Letztendlich. Ne? Das ist mir scheißegal, ob ich damit hier ein bisschen Monetarisation machen kann. Achso, mal jetzt muss ich erstmal ganz kurz das einstellen, oder? Und machen wir jetzt mal den hier. Aber schlechte Grafik war dann auch damals einfach schon erträglich. Das war Standard, dass man schlechte Grafik damals hatte. Da hat man es trotzdem gerne dabei zugeschaut. Ne? Bestes Gameplay, Kappa. Ah ja, man kennt's. Der Modus, den ich am meisten gesuchtet hat, wo man RPG noch gefeiert hat. Los von mir, wenn man nicht weiß, was man machen soll. Auch damals schon Übergänge studiert. Oh, das war ein geiler Kill, Digga. Kann man sich komplett dran erinnern? Ach, den Modus möchte ich tatsächlich wieder zurück. Lenkraketenwerfer, der so komplett assi war, ne? Den Modus, den gab es tatsächlich schon länger her, aber den gab es dann irgendwann nochmal. Aber dann wurde der Lenkraketenwerfer schlechter und so, und dann hat es langsam aufgehört. Da hatte ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf den Modus. Aber hat richtig Bock gemacht mit Lenkraketenwerfer, weil der wirklich so lang, waren 20 Sekunden konntest du mit dieser Rakete einfach durch die Gegend fliegen. Das war's halt einfach. Auch geil. Und Schlachten unter halt Main-Skin, ne, damals. Oh. Süßes Gameplay. Da wurde ich gesniped. Der Ben hatte keine Ahnung. Tatsächlich zwei Fallen platziert, man kennt ihn. Ah, grüße ihn raus an Alex, Alter, der da noch mitgespielt hat. Kann man auch ein bisschen leiser machen, oder? Ah, lol, da hat man gar nicht gesehen, wie ich den Kill gemacht habe, oder? Zu schneller Cut. Das war auch krass, dass ich dadurch gesehen habe. Clip habe ich tatsächlich immer noch. Ja, kennst. Diese scheiß Lootbox einfach immer. Ich schwöre, locker fünfmal oder so hat die mir das Leben gekostet, diese scheiß Lootbox. Boah, das ist einfach so geil mit anzugucken, wie dieses Game einfach. Man hat sich so gefreut, es war ein fucking epischer Sieg. Und der war dann damals halt wirklich episch. Heutzutage kannst du das nicht behaupten. Der ist.
Ja, das war doch der Clip, wo ich den ganzen Squad auseinandergenommen habe. Juckt nicht, Gegner alles vor mir. Trifft eh nicht. Zack, zack, zack. Saftig, Alter. Beste Skin-Kombi, EOS, Kappa. Oh Mann, Alter. Wenn man nicht weiß, was man machen soll. Wenn man einfach nicht weiter weiß. No Skin, Alter. Wie alt war der Clip denn? Wo ich noch gesagt habe, ich gebe kein Geld für das Game aus. Safe, Alter. Oh, Digga. Dicken Laser gegeben. Oh, wie krass das damals aussah, die legendären Waffen, die sahen halt wirklich legendär aus. Och, das war zu geil damals, ohne Witz, Alter. Na, Double Pump konnte ich da langsam ein bisschen. Ich hab das. Da, zu Double Pump muss ich sagen, habe ich anfangs wirklich nicht enjoyed und so. Na, einen Monat vorher habe ich langsam angefangen, bevor das rausgenommen wurde, habe ich angefangen, Double Pump aktiv zu spielen. Da wurde ich danach auch richtig gut drin, weil das hat auch richtig Bock gemacht. Ist klar, jeder will irgendwo einen Modus, wo Double Pump zurückkommt oder so, ne? Double Pump jetzt in Public wäre viel zu OP, ich sag's einfach, wie es ist. Auch vollkommen verständlich, dass sie jetzt nicht mehr reinmachen. Aber ich war gerade eben drin, Double Pump. Ich konnte es gerade eben. Ich war kurz davor, ein junger Gott zu werden. Und dann müssen die auf einmal meinen, mit den nächsten Updates das rauszunehmen. War richtig frech. Ach, Heal off. Was man sich da fragt, warum der Gegner eingesehen hat, das. Ah, doch. Er wollte ja gerade eben wieder runtergehen, hat er aus dem Winkel dann noch gesehen, dass er. Das war auch einer meiner krassesten Snipes damals. Guck, da erst der saftige 110er war das ja, glaube ich, immer. Gewartet und dann schön der Predict rausgehauen, 110er down. Und da wieder Lenkraketenwerfer. Ach, das war es halt einfach. Einfach Prison vercampen und dann überall. Das war so geil. Einfach über halbe Map fliegen derzeit. Fühle ich komplett. Ja, wieder No-Scan. Aber auch immer der No-Scan, ne? Ich hatte irgendwie seltene Bände oder so. Ich hatte immer denselben hier. Ehre. Er T-Bagt einfach diesen einen Typ, den er geholt hat und dann. Diese andere Karma-Schelle kassieren. Da war ich auch ein bisschen lost tatsächlich. Da weiß ich, ja genau, da habe ich Grüße raus an Noah, Digga. Da habe ich mit dem Jungen gespielt. Hätte ich tatsächlich noch pickaxen können. Oh ja, die Mucke, Digga. Die Mucke. Oh mein Gott, Alter. Jetzt werde ich runtergebaut. Den Clip kennt man. Und da immer, gönnt euch. Und da immer, als man nicht an die Chest gekommen ist, weil man sich irgendwie immer verbaut hat oder weil es halt auf der falschen Höhe war, konnte man gar nicht hinbauen. Zu geil. Oh Mann, Alter. Schlachten und Main Skin. Das war auch gefühlt der einzige Skin, den ich hatte mit Raven Skin, ne? So viele legendäre Skins habe ich mir damals gefühlt geholt. Einfach zur Tankstelle gegangen. Und immer wenn ein geiler Skin im Shop war, immer dick auf Paysafe schieben. Nein, und man hat sich immer das teurere, die teurere Variante geholt. Für 10 Euro vielleicht oder vielleicht auch mal für 25 Euro V-Bucks. Aber nein, nie für 100 Euro. Nie mal einen Monat länger gewartet, bis man genug Geld hat und dann da 100 Euro reingesteckt. Es hätte sich tatsächlich gelohnt, aber ne, man wollte es halt jetzt haben und konnte nicht warten. So ein Ding war das halt einfach. Ah ja, Internet, Grüße gehen raus, auch heute noch, man kennt's. Ja, den Clip weiß ich auch noch, habe ich tatsächlich sogar Fortnite Daily Moments gesendet. Nur Fortnite Best of. Oh ja, da wieder mit Björn und Alex gezockt. Alex, Season 3 Player aktiv, Digga. Nicht gerne gebaut, aber aim on point. Musik hört auf, zack, weg. Epischer Sieg war da. Digga. Oh, man hatte so viel Spaß an den Game, ne? Ich schwöre. Haben versucht, den zu no-scopen und alles. Ja, das war's dann auch schon. Aber, Diplom, ein geiles Best of Like ist da.
Ey, Jungs. Es war einfach zu geil, die Zeit. Ich wünsche, wir bekommen die Zeit irgendwann wieder zurück, aber Geschwitze hört halt nicht auf. Egal, ob wir auf die alte Map wieder gehen oder nicht. Alte Map wollen wir trotzdem alle zurückhaben und gut ist. Boah, mehr will ich nicht, mehr will ich nicht. Ich brauche kein Live-Event mehr. Ach, Leute.